SST heißt Susanne, Sandra und Tanja. Das sind drei Schwestern im Alter von 12 bis 18 Jahren, die gemeinsam Musik machen und das auch schon recht erfolgreich. So haben sie doch schon zwei Platten gemacht und mehrere Konzerte gegeben. Und wir wollen sie euch heute im Mensch-Mädchen-Magazin ein bisschen genauer vorstellen. Zuständig für die Technik und die Mutter hat das Management der Mädchen übernommen. Wie alles angefangen hat, welche Instrumente sie spielen, wie Text und Musik entstehen, das alles werden sie euch selbst sagen. Ja, wir haben so vor 5 Jahren angefangen zusammenzuspielen, weil vor 5 Jahren die Sandra ihr Schlagzeug bekommen hat, zu Weihnachten. Wir haben aber vorher schon andere Instrumente gespielt, wir haben alle drei mit Gitarre angefangen, haben danach klassisch Klavierausbildung bekommen. Und inszenieren immer ihre Superhörschau. Unsere Eltern unterstützen uns auch dabei, die helfen uns also bei der Musik, beim Musikmachen und so. Ja, wir haben 2 Singles rausgebracht. Die erste heißt Zu dies, zu das und die zweite heißt Why Do I Fall in Love? Berufsmusiker werden, ich weiß noch nicht. Das kann man vor allen Dingen auch gar nicht planen. Muss man immer mal gucken, wie sich das ergibt. Nebenbei halt noch einen Beruf halt erlernen oder irgendwie so, was einem Spaß macht noch und Musik dann als Hobby dazu. Sandra, wie bist du eigentlich gerade auf Schlagzeug gekommen? Ja, mein Papa hatte früher eine Band und ich fand das Schlagzeug immer ganz toll. Was ist für dich das Besondere am Schlagzeugspielen? Da kann man sich richtig austoben.